CARTE mit Radicchio, Ricotta und Trauben gegen den Herbstblues am Feierabend für 2 Personen 10 Zubereitung, 20 Backen pro Portion ca. 875 Kilokalorien, eine Rolle viereckiger Blätterteig, Klammer auf ca. 270 Gramm, Kühlregal, Klammer zu, 40 Gramm Emmentaler, 200 Gramm Ricotta Salz, E, Pfeffer, eine Knoblauchzehe, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, 1 kleine Kopf Radicchio, Klammer auf ca. 100 Gramm, Klammer zu, 1 Handvoll Kernlose, helle Weintrauben, 2 Esslöffel Walnusskerne, 1 den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Den aufgerollten Blätterteig entrollen und mit dem Papier auf ein Backblech legen. Den Blätterteig mit einer Gabel mehrmals einstechen. Emmentaler reiben. 2 den Ricotta kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Knoblauch, falls verwendet, schälen und dazu pressen. Den Ricotta auf dem Blätterteig verstreichen, dabei einen etwa 2 cm breiten Rand freilassen. 3 den Radicchio vom Strunk befreien und in Streifen schneiden. Die Streifen waschen, trocken schleudern und auf dem Ricotta verteilen. Weintrauben waschen, halbieren und auf der Torte verteilen. Geriebenen Käse und Walnüsse darüber streuen. 4 die Ofentemperatur auf knapp 200 Grad herunterschalten. Das Blech auf der zweiten Schiene von unten in den Ofen schieben und die Torte in ca. 20 goldbraun backen. Heiß oder lauwarm genießen.